Abuschat. Und nun spricht für die Fraktion Die Piraten Herr Kollege Stein. Werter Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne, liebe 499 Menschen im Stream, ich möchte zunächst auf die Ausführung zu meiner Frage von Herrn Abuschat eingehen. Mir kommt das ein bisschen so vor, als ob wir sagen, ja, wie viel hast du denn? Minus 10. Ja, und du? Minus 110. Prima, geben wir beide minus 60. Das kann ja nicht dauerhaft die Lösung sein. Deswegen brauchen wir natürlich klar einmal den Ansatz der Konnexität. Und eine faktische Möglichkeit wäre natürlich auch darüber zu reden, aber da können wir jetzt hier im Land nicht viel anstoßen, in der Tat moderate Steuererhöhungen im Bund zu fordern, denn wir müssen hier wirklich im Sinne unserer Kommunen und Gemeinden wirklich finanzielle, strukturelle, nachhaltige Entlastung schaffen. Gut, gestern haben wir hier im Plenum über das Verfahren zur Kreisumlage gesprochen. Unsere Meinung dazu haben Sie ja zur Kenntnis genommen. Heute nun sprechen wir über das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 und eben, wie ich wiederhole es nochmal, gestern auch bereits kritisch ausgeführt habe, betrachten wir die finanzielle Lage der Kommunen sehr mit Sorge. Die in Teil 2, Paragraph 2 beschriebene Höhe des Verbundsatzes ist aus unserer Sicht zu niedrig angesetzt. Historisch betrachtet entwickelt sich diese Quote immer weiter nach unten. Zur Stärkung der kommunalen Finanzausstattung ist es aber aus unserer Sicht notwendig, über eine generelle Anhebung dieses Satzes nachzudenken. Klar, die finanziellen Mittel sind klamm. Ich verweise hier wieder auf die Forderungen in Richtung Bund. Die können wir hier auch gerne mal gemeinsam stellen. Wir können hier mal geschlossen auftreten. Wir müssen uns hier nicht in Altparteiendidaktik üben und uns immer nur gegenseitig Sachen vorwerfen. Wir sollten auch mal nach vorne blicken. So, also natürlich begründen Sie die Festsetzung der Quote mit dem Verhältnis der finanziellen Situation des Landes und der Gemeinden. Diese lässt bei reiner oberflächlicher Betrachtung auch den Schluss zu, dass die Quote nicht weiter geändert werden muss. Jedoch sind viele Kommunen eben kaum noch in der Lage, ihre Einnahmenseiten zu steigern. Ich habe das gerade ausgeführt. Die Möglichkeiten sind größtenteils ausgeschöpft und trotzdem mussten 177 Kommunen ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zum Stichtag 31.12.2011, Herr Jäger. Gut. Laut Ihren Erläuterungen können davon aktuell sogar nur 33 genehmigt werden. Das ist zumindest Ihre Aussage dazu, von werte Landesregierung. Und das ist auch die Situation hier im Land. Kassenkredite steigen auch im Vergleich zu den Vorjahren an. Sachinvestitionen werden dagegen in NRW pro Kopf so wenig aufgewendet wie sonst nirgendwo in der Bundesrepublik im Jahre 2011. Das sage übrigens nicht ich, das sind die Zahlen des Bundesministeriums für Finanzen. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ein weiterer Punkt, den ich in diesem Zusammenhang hier auch sehr erwähnenswert finde, ist die Höhe der Schul- und Bildungspauschalen in § 17. Viele Zahlen wurden angepasst, die meisten Zahlungen wurden sogar erhöht, aber gerade dieser wichtige Posten nicht. Stutzig werde ich jetzt genau deswegen, weil ich der Regierungserklärung vernehmen konnte, Frau Kraft ist es leider nicht da, dass Bildung natürlich an erster Stelle der Regierung steht. Die Zahlen sagen aber genau etwas anderes aus. Der Ausbau der Kitas gerät nämlich in Stocken. Die Quote der unter Dreijährigen in Kitas liegt hier im Land bei 15,9%. Im Bundesvergleich ist das nichts verglichen mit der Quote von 25,9%. Auch die Inklusion, das wird jetzt ganz spannend, wird die Schulen weiterhin finanziell fordern. Ich bezweifle sehr, dass die angesetzten Mittel insgesamt dafür ausreichen werden. Und einfach so zu sagen, zu suggerieren, Paralympics seien Inklusion, das reicht wirklich nicht aus, Frau Kraft. Paralympics in der heutigen Form sind das krasse Gegenteil von Inklusion. Ein gemischter Wettstreit wäre Inklusion. Dieser Altparteienfehl hätte bei uns zu einem Shitstorm ungeahnten Ausmaß geführt. Hätte das jemand von uns gesagt? Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss. Sie weisen in der Begründung des allgemeinen Teils Absatz 2.1 darauf hin, dass die Umstellung vom kameralen auf das doppische Rechnungswesen seit dem 1. Januar 2009 abgeschlossen ist. Leider kann ich dann nicht nachvollziehen, warum bisher keinerlei Zahlenwerk für die Ergebnisrechnung und die Bilanzen vorliegen. Wir hatten das schon geklärt. Ein adäquateres Bild der finanziellen Situation aller Kommunen kann man mit Sicherheit erreichen, wenn diese Zahlen transparent veröffentlicht werden. Wir haben ja hier als Oppositionspartei übrigens schon geliefert. Gestern haben wir die Visualisierung des Landeshaushalts veröffentlicht. Wie lange haben wir für diese Aufgabe gebraucht? Eine Woche. Wie lange haben die Parteien hier im Landtag schon Zeit gehabt, diese einfache Aufgabe schon zu erledigen? Mehrere Jahre.
Unsere Meinung und Wünsche diesbezüglich zu der Veröffentlichung der Zahlen haben wir auch bereits gestern schon in meinem Statement zum NKF geäußert. Ich wollte an dieser Stelle wirklich noch einmal darauf hinweisen, NKF, Transparenz, Piraten, danke.